fangen wir an. Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag hier. Alexander Nebras und Javier Jiménez-Shaw stellen euch heute vor, wie man eigene Koordinaten-Referenzsysteme baut mit dem WKT2-Standard und der PROI-Library und zeigen euch noch ein Praxisbeispiel, wie das dann in der Praxis aussieht. Viel Spaß. Danke. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag. WKT2 und PROCH benutzdefinierte Koordinatenreferenzsysteme am Beispiel von Pix4D-Catch. Ein bisschen über uns. Er ist Alexander Nebras und ich bin Javier Jiménez-Shaw. Und wir arbeiten in Pix4D, in die Special Reference Teams. Und warum hat Pix4D ist eine Photogrammetry Company und warum braucht Pix4D ein SRS-Team? Weil fast alle unsere Inputs und Outputs georeferenziert sind. So, wir müssen wissen und kontrollieren die Koordinatenreferenzsysteme. So, was werden wir heute sehen? Erste, was ist WKT? Danach ein bisschen über PROCH, eine Open-Source-Bibliothek. Dann ein Erstellen benutzdefinierter Koordinatenreferenzsysteme und am Ende ein Anwendungsfall aus der Praxis mit Pix4D-Catch. So, was ist WKT? Das ist der Akronym für Well-Known Text. Das ist ein ASCII-Format, so man kann es lesen. Und später werden wir ein paar Beispiele sehen, aber auch Maschinen. So, PROCH und andere Software können dieses Format lesen und feststellen. Und es gibt andere Art, das WKT benutzen, wie Geometrien. Und vielleicht haben Sie mit QGIS oder anderen Bibliotheken Geometrien als WKT benutzt. Aber hier werden wir nur über Koordinatenreferenzsysteme sprechen. Und es gibt zwei Versionen, WKT 1 und 2. WKT 1 oder WKT, das ist das Bekannte. Es ist von 2001. Und WKT2 ist von 2019. Es war eine frühe Version von WKT2 auch in 2015, aber okay, wir benutzen die letzte. Und es gibt viele Formate für geografische Dinge, die WKT benutzen. GeoTIFF ist nicht hier. GeoTIFF benutzt seine GeoTags. Aber ja, LAS und viele andere ja, benutzen WKT. Die zwei letzte, ZAR und FlatGeoBuff, sie benutzen auch WKT2. Und Matthias hat mir gestern gesagt, dass Stack auch benutzt WKT2. PROCH natürlich unterstützt und alle die Software, die PROCH benutzen, ja, verstehen beide. Und hier haben wir ein Beispiel von WKT 1. Okay? Und ich weiß, es gibt viele Worte und wiederholen Parameter. Okay, ich helfe ein bisschen. Die erste Schlüsselwort ist ProchCS für Projected Coordinate System. Und das sagt, was haben wir? Das ist ein WKT 1 für die deutsche UTM Zone 32 für die neue deutsche Systeme. Diese ETS89, DREF91, 2016. Ja, okay. Was ist das? Projected CRS. Immer ein Projected System hat unter ein geografisches System. Und hier sagst du, das ist Definition von ETS89, DREF91, 2016. Mit alle die Parameter, man braucht. Die Datum, die Spheroid, die Primeridian, die Einheit und so weiter. Und dann haben wir die Projektion. Dieses Fall Transfer-Mercator. Und natürlich mit den Parametern von Transfer-Mercator, die Scale-Factor und so weiter. Vielleicht können Sie es. Und am Ende haben wir die Authority. Das ist die Nummer in dieser Datenbank, EPSG-Datenbank. Das ist 10289. Und es gibt andere Authorities auch drinnen. Zum Beispiel da ist die Authority für Derivie,
Degree und hier für Meta, ja, 2001. Und ja, es gibt viele, aber die letzte ist von die Proj CS, das wir haben. Und das ist das gleiche Koordinatenreferenzsystem, die gleiche Nummer, die gleiche Namen, aber im WKT2. Mehr Worte als vorher. ja, die erste Schlüsselworte. Das ist Proj CRS. Es gibt ein Ach da, das ist ein bisschen anderes. Und es ist sehr einfach zu ändern, was ist WKT1 und WKT2. Man braucht nur die erste Schlüsselworte. Und ja, ein Proj CRS in WKT2 hat ein Base Georg CRS. Immer. mit alle die Parameter wie früher. Und wir haben keine Projektion, weil es ist mehr generell. Es hat eine Conversion und Method. Ja, und wir haben die Parameter. Hier die Parameter haben, sind mehr bewusst. Sie haben, jede Dinge hat die Einheit zum Beispiel. Latitude ist in Degrees, so ist klar, dass Zero, okay, Zero ist immer. Aber Longitude hier ist 9 Degrees, kann es andere Einheit sein. In WKT2 brauchen wir immer ein Koordinatensystem, ein CS. Für Projected Koordinatensystem brauchen wir ein Cartesian, mit, in diesem Fall mit zwei Achsen, East und Northing und diese Ordnung. Und das ist wichtig, weil es gibt Koordinatenreferenzsysteme, die andere Ordnung haben. Zum Beispiel Northing, Easting, Westing, Southing, Southing, Westing. ja, alle die Optionen sind da. Und am Ende haben wir ID. Das ist wie Authority in WKT 1. Hier ist ID in WKT 2. Und andere viele, like Usage, Scope und so weiter. Die sind optional. Was sind die Hauptunterschiede zwischen WKT 1 und 2? Es gibt ein paar neue Schlüsselworte wie Conversion und CS. Das ist CS ist für Coordinate System, CRS ist für Coordinate Reference System. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und es gibt unterschiedliche Schlüsselworte, wie ProCS versus ProCRS, GeoCS versus GeoCRS und so weiter. Und WKT2 unterstützt mehr Arten von Koordinatensystemen. So, es gibt Projektionen, die WKT1 unterstützt nicht. Und auch Arte, zum Beispiel 3D-geografische Systeme, kannst du mit WKT2 machen, wie die APSD 4937. Das ist die 3D-Version für E3SD9. Mit WKT1, du musst ein 2D, ein Compound mit 2D und ein Vertical. Hier ist es ein richtiges 3D-System. Und Vorteile und Nachteile. Vorteile ist, WKT2 ist eine komplette Beschreibung des Koordinatensystems mit die Achsenreihenfolge inklusive, mit Axisorder. Wie heißt früher gesagt, Nording ist in Nording, das ist wichtig. Wir haben Probleme jede Woche mit das. Es ist ausführlicher als WKT1. Zum Beispiel, alle Parameter haben Einheiten. Es ist flexibler und mit den Transformationen und Alexander wird später über die Derived Systems sprechen. Und Nachteile. Manchmal ist es zu ausführlich. Viele, viele Worte. Es ist manchmal eine ganze Zeit mit Dingen. Und fehlende Unterstützung in vielen Anwendungen. Nicht alle Software unterstützt WKT2, Proj natürlich, aber wir haben mehr Software, benutzen es. Und jetzt lasse ich Alex. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt noch weiter in den WKT 2 Standard einsteigen und auf die benutzerdefinierten Koordinatensysteme zu sprechen zu kommen, wollte ich noch kurz über die Proj Library sprechen.
Die Prosh Library ist eine FOSS-Bibliothek, ist elementarer Bestandteil von GEDAL und damit auch in vielen, vielen anderen Produkten enthalten. Und die zwei Hauptfunktionen, die diese Bibliothek bereitstellt, ist zum einen, dass sie es einem ermöglicht, Zugang zu den WKT-Repräsentationen von Koordinatensystemen zu bekommen aus unterschiedlichen Datenbanken, wie zum Beispiel der EPSG-Datenbank oder auch von der SRI-Datenbank. Das kann man machen über die Kommandozeilen-Applikation Prosh Info. Man ruft die auf und gibt einen EPSG-Code ein und Prosh Info spuckt einen dann die WKT-Repräsentation dieses Koordinatensystems aus. Und die andere Hauptfunktion von Prosh ist eben das Transformieren von Koordinaten zwischen verschiedenen Referenzsystemen. Das kann eine Projektion sein oder auch eine Datumstransformation. Dafür gibt es die Kommandozeilen-Applikation CS2CS. Ja, also man gibt hier in diesem Fall zwei geografische Koordinaten ein. Das Source-Koordinatensystem und das Target-Koordinatensystem. Und Prosh führt dann hier in diesem Fall eine Projektion aus. Ja, soviel zu Prosh. Gehen wir jetzt weiter in den WKT2-Standard und schauen uns an, wie man benutzerdefinierte Koordinatensysteme darin erstellen kann. Das klang schon an. Dafür gibt es in WKT2 verschiedene, also WKT2-spezifische Definitionen für Koordinatenreferenzsysteme, diese sogenannten Derived Systems. Wirklich zu nennen sind hier Derived Projected oder Derived Vertical CSS. Und die bieten eben einem mehr Möglichkeiten bei der Definition von Koordinatensystemen und auch bei der Koordinatentransformation. Schauen wir uns auch hier Beispiele an. Wieder viel Text, aber ihr kennt das Spiel mittlerweile. Hier, das ist ein Derived Projected CSS. Ja, dem kann ich meinen Namen geben. Und wie zuvor habe ich basiert dieses CSS auf einem anderen CSS, in diesem Fall auf einem projizierten Koordinatensystem. Wie zuvor habe ich eine Conversion, um eben von meinem geografischen Koordinatensystem auf das projizierte zu kommen. Aber in diesem Derived Projected CSS gibt es eben jetzt noch diese Deriving Conversion. Ja, mit dieser Deriving Conversion, das ist praktisch eine zweite Operation, die ich auf jetzt in dem Fall schon projizierten Koordinaten ausführe. Und mit deren Hilfe ich Einfluss nehmen kann auf die Transformationen, die ausgeführt werden. Hier in diesem Fall ist ein Beispiel, das benutzt eine Prosh-Pipeline. Da kann man sehr detailliert darauf Einfluss nehmen, was passieren soll mit meinen Koordinaten. Man muss jetzt hier sagen, das hier ist jetzt nicht mehr WKT2, Standard, also das ist nicht mehr Teil des WKT2-Standard, weil wir eben diese Prosh-based Pipeline hier verwenden. Aber das soll einfach nur mal illustrieren, dass man mit dieser Deriving Conversion im Zusammenspiel mit Prosh sehr viel Einfluss nehmen kann auf die Transformation von Koordinatensystemen. Ein Beispiel für ein vertikales Derived System. Hier als Beispiel, wir haben wieder das Base System ist hier das deutsche Haupthöhennetz und man kann dann eine Deriving Conversion definieren. In diesem Fall, das ist wirklich WKT2 Spezifikation, ja, also es ist erlaubt vom Standard. Man definiert, nutzt hier diese Methode, die heißt Vertical Offset of a Slope, also vertikaler Abstand und eine Neigung. Und da die ist, hat sogar einen Eintrag in der EPSG-Datenbank. Und man kann eben hier mit dieser Deriving Conversion festlegen, was mein vertikaler Abstand sein soll zwischen dem Basissystem und meinem eigenen definierten System. Und man kann eben eine Neigung in Längen- und Breitengradrichtung vorgeben. Ja, das war jetzt sehr viel Theorie und sehr viel Text. Nur versuchen jetzt das ein bisschen mit der Praxis zu verbinden. Und zwar haben wir dieses WKT2 und Prosh und diese benutzerdefinierten Koordinatensysteme verwendet zur Georeferenzierung von lokalen Koordinatensystemen. Das ist aufgekommen im
Zusammenhang mit einem Produkt, was wir haben, Pix4dCatch. Das ist eine iOS-Applikation, die eigentlich dafür da ist, um Bilder aufzunehmen und danach Fotogrammetrie darauf auszuführen. Hat aber als Besonderheit, dass man eben an so ein iPhone hinten eine RTK-Antenne dran machen kann und hat dadurch sehr genaue Geopositionen von seinen Bildern, die man aufgenommen hat, was natürlich bei der Fotogrammetrie, die anschließend erfolgt, von Vorteil ist. Was sind lokale Koordinatensysteme? Also lokale Koordinatensysteme kommen sehr häufig im Bauwesen zum Einsatz. Im Prinzip ist sehr einfach, ich stelle mich irgendwo auf meine Baustelle hin, sage, das ist mein Ursprung, 0,0 und definiere mir Achsen und messe dann in diesem Koordinatensystem. Alles relativ einfach. Es hat man natürlich wie immer häufig die Herausforderung, dass man schon existierende Koordinaten, existierende Daten hat in einem anderen Koordinatenreferenzsystem, zum Beispiel ETS 89, Entschuldigung, und möchte dann natürlich die Koordinaten in seinem lokalen System mit den Koordinaten in dem globalen System gemeinsam verwenden. Das heißt, man braucht irgendeine Möglichkeit, um von dem lokalen Koordinatensystem ins globale oder andersrum zu kommen. Und das ist eben dann diese Georeferenzierung. Im Englischen bezeichnet man das auch als Site Localization oder Site Calibration. Und um jetzt diese Parameter rauszufinden, um vom Lokalen ins Globale zu kommen, löst man im Prinzip ein Optimierungsproblem. Ja, also man misst an verschiedenen Punkten den gleichen Punkt im lokalen und im globalen System und löst dann ein Minimierungsproblem, um eben den Transformationsfehler zwischen diesen beiden Systemen möglichst klein zu halten. Und man kommt da am Schluss dann, wenn dann die Optimierung spuckt einem dann 7 Parameter aus, die dann eben mir erlauben, von einem System ins andere zu gehen. Und mit diesen Parametern kann ich dann auch einen nicht gemessenen Punkt von einem System ins andere transformieren. Jetzt hatten wir bei Pix4D die Situation, dass wir Pix4D schon WKT2 und Proj intern verwenden. Das sind schon etablierte Standards und Bibliotheken. Und deswegen war unser Ansatz eben, diese 7 Parameter, die diese Optimierung ausspuckt, eben in WKT2 darzustellen und WKT2 praktisch dann zu nutzen, um diese Transformation durchführen zu können. Ja. Das haben wir gemacht hier mit einer Projektion, die spezifiziert war auf meiner Baustelle, eine sehr lokale Projektion und eben danach noch eine affine Transformation mithilfe dieser Proj-Pipeline, die ich vorhin schon gezeigt hatte. Das hat einen großen Vorteil, dass wenn ich einmal diese Site-Calibration durchgeführt habe, diese Georeferenzierung, kann ich dieses Koordinatensystem, das ich erstellt habe, damit wie jedes andere Koordinatensystem verwenden. Das ist einfach ein Koordinatensystem, komplett spezifiziert in WKT2. Und WKT2 nimmt daher bei uns auch die Funktion einer einfachen und einheitlichen Schnittstelle an, um Daten von einem Produkt ins andere zu überführen. Zur Zusammenfassung, warum WKT2? Das ist ein offener Standard, der uns die nötige Flexibilität gibt, um das darzustellen, was wir darstellen wollen, und hat den großen Vorteil der Interoperabilität. Warum verwenden wir Proj? Das ist eine mächtige Open-Source-Bibliothek, hinter der eine aktive und auch eine sehr hilfsbereite Community steckt. Und das Fazit, was wir so ein bisschen hatten nach diesem Anwendungsfall, ist eben, dass offene Standards und freie Software es uns erleichtern, neue Funktionen in bestehende Produkte zu integrieren. Damit sind wir am Ende vom Vortrag. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. Ja, vielen Dank. Wirklich sehr interessanter Vortrag. Fragen sind keine eingetrudelt. Außer es gibt hier eine, dann müssten wir einmal das Mikro rüberreichen. Genau, einmal das. Sehr gut. Moin. Ich habe 3 ganz spezielle Fragen. Also, kann ich mit WKT2 aus einem XY-Koordinatensystem und einem Höhensystem ein neues Koordinatensystem definieren? Also kann ich die beiden kombinieren in WKT2?
kann auch im WKT2 so ein Compound-System machen, das geht auch, ja. Und transformiert das auch Höhensysteme, wenn es 3D-Systeme kann? Also kann ich von DHN 92 auf 2016 umrechnen mit Watch? Darauf an, ob die eine Transformation definiert ist. In der, normalerweise werden die Transformationen auch in der IPSG-Datenbank sind da hinterlegt, also haben auch eine ID. Also, und ich weiß das nicht, auswendig, ob es eine Transformation gibt zwischen den beiden, aber kann durchaus sein, ja. Und die letzte Frage, kann ich, wenn ich mit WKT2 ein Koordinatensystem definiere, festlegen, ob ich von oder in das Koordinatensystem transformiere? Weil es gibt Koordinatensysteme, die haben andere 7-Parameter-Definitionen, wenn man rein oder raus transformiert. Gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee. Danke. Tut mir leid. Ja, vielen Dank. Gibt es sonst noch weitere Fragen im Publikum? Online hat sich bisher auch noch nichts getan. Dann habe ich noch eine Frage. Gibt es Tooling-Unterstützung, um solche Referenzsysteme anzulegen? Also wenn ich das jetzt privat machen wollen würde? Wir sind hier auf einer Open-Source-Konferenz. Also Open-Source-technisch weiß ich nicht. Also man kann diese Messung natürlich am Beispiel von Pix4D-Catch kann man die durchführen. Ja? Also das ist auch ein Feature dieser App. Man misst dann wirklich den Punkt ein mit der ATK-Antenne und kann dann in der App, die spuckt einem dann praktisch diesen WKT2-Text aus. Alles klar, vielen Dank. Dann nochmal Applaus. Ja.